Hallo liebe Leute, hier sind wieder der Rolf Ziller und der Hamsen. Na Leute. In der Alpha 11 von 7 Days to Die. Und es hat heute Nacht sogar einen kleinen Hotfix gegeben. Gab wohl ein paar Probleme, das konnten wohl nicht alle spielen. Blöd. Ja, das ist blöd. Und noch blöder ist, dass wir letztes Mal hier quasi sehr bedrängt wurden nachts. Und ich hoffe mal, es sind alle weg. Ich bin verseucht und zwar schon Stufe 2. Das heißt, ich bin jetzt echt nur mit leichtem Gepäck unterwegs. Ja, ich bin gerade so ein bisschen dabei, hier die Sachen mal instand zu setzen, die ich so mit rumschleppe. Und habe jetzt halt auch gelesen, dass zum Beispiel es daher, wenn man jetzt Level aufsteigt, ne, und dann Sachen craftet, dann kriegen die mit der Zeit eine bessere Qualität. Das okay. War mir vorher jetzt auch nicht so bewusst. Ja. Von daher, wenn man jetzt hier irgendwie, ich schätze mal, wenn man jetzt hier irgendwie so gelbe Sachen hat und so, dann sind die halt in Wirklichkeit gar nicht mal so gut. Ja, ich sehe es auch unten in der Haltbarkeitsleiste, dass ich hier zum Beispiel einen blauen Knüppel habe. Und warum ist hier alles total dunkel? Weil wahrscheinlich alles zu ist. Hast du nicht noch Fackeln gemacht da? Ich habe die alle gesetzt. Ist alle gesetzt. Okay, wir haben aber noch genügend Zeug. Weißt du, dass wir uns eingesperrt haben? Ich hatte aber eigentlich Dinger gemacht, die man wieder rausnehmen kann, meine ich. So, ich schmeiß jetzt mal Zeug hier raus, weil wir müssen den Tag nutzen. Wir müssen hier vorankommen. Ich wüsste nicht wie, haben also echt nicht? Pass auf, ich mach vorne das Fenster kaputt. Dann mach das mal. Ne, kann ich nicht mal. Ich habe ja nicht mal eine Stone Axe. Ja, hast du aber ganz schön wenig mitgenommen dann. Ne, ich hab gar keine mehr, also... Achso, ich hab noch eine, ich bin hier eine mit runter gleich. Die Bandage muss auf jeden Fall mit, das Öl muss auf jeden Fall nicht mit, die Samen kann ich gleich aussehen. Die Schaufel nehme ich jetzt mit. Zum Beispiel diese Schaufel ist hier unten nur so grau, ich schätze mal grau werden so die schlechtesten Sachen sein. Ich habe jetzt hier einfach mal reingemistet, so, wie es mir gerade in den Sinn gekommen ist. Wird schon irgendwie gehen. Ja, eigentlich wollte ich mir gerne noch eine Armbrust machen, fällt mir dabei ein. Dazu wollte ich hier auch diese Lederstreifen haben, die ich jetzt wieder irgendwo versteckt habe. Hier die. Hamsen. Ja, bitte. Kann ich ein Fenster mit meiner Faust. Ja, ich kann ein Fenster mit meiner Faust zerkloppen. Gut, voller Ausgang ist wieder halbwegs frei. Ich sehe einen Dicksack hier. Ich würde nach Norden gehen. Soll ich dir auch einen Crossbow machen? Wenn du das kannst, wäre das sehr nice. Ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen aufräumen, vorsichtig. Ich kann das durchaus. So, und dann komme ich erstmal da runter. Bitte, ich habe nämlich hier viel Besuch. Das ist wiederum nicht so schön. Direkt in die Schnauze wieder gekriegt. Achso, jetzt habe ich natürlich nichts zu hier nicht genau, oder? Doch, die Dinger. Gut, wir müssen ja gerade so ein bisschen drauf achten, muss man sagen. Wasser hier oben bleibt. Also hier unten sagst du, können wir gar nicht mehr raus. Ja doch, jetzt. Hier unten haben wir zugemacht, das stimmt. Ja, aber daneben das Fenster. Und ich wäre dir sehr verbunden, wenn du kämest, denn ich habe echt ein paar Hände voll zu tun, aber ich habe nur zwei. Wo bist du denn? Ja, aus dem Fenster Mann! Gegangen oder was? Bin aus dem Fenster gegangen? Bin runtergesprungen oder was? Nein, aus unten, ganz unten. Achso. Ich möchte nicht rein. Jetzt. Watch my back! Aua! Noch bin ich da. Weißt du was? Den dicken kannst du machen. So, ich komm. Mach den dicken bitte. Ich nehme dann die Perle. Oh, was sagt das? Auf dem Fußboden. Mach ich auch mal schnell weg. Also schnell alles absearchen hier, sonst ist es nämlich. Oh, hier war auch noch ein Gammelbrot drin, ne? Ja, ich search in die Dummen. Ich mach diese komischen Gebilde hier, die irgendwelche Crawler sein sollen. Ja, ich finde, das könnten sie auch mal machen, oder? Oh, das war gefährlich. Was denn?
So, ab zum Loch, oder was? Loch, wollen wir nicht erstmal Hausi oder was? Ja, ich dachte an Potassium. Du bist Potassium. Ich wette, wir finden hier eher was Heilendes als Potassium. Okay, Besonders, ich dann habe ja wir waren gar nichts, eigentlich. weißt du? Ich habe ja nichts. Wir waren eigentlich hier auf dieser linken Seite. Dann kommen wir nachher. Wenn wir mehr haben, lassen wir mal die Freunde da in Ruhe. Was? Ich will alles haben, Spielen. was die haben. Immer muss man mit den Nachbarskindern spielen. So. Haben wir den Disziplinator am Start? Also eigentlich müssten wir hier links weiter drüben weiter looten, ne? Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt von unserer Original-Loot-Tour abweichen wollen. Wir müssten. Na komm, wir gehen einfach hier rein. Wir können ja auch kreisend ums Haus, ne? Aber ich kann halt nichts einschlagen, ne? Ich habe keine Hacke, kein gar nichts. Aber ich könnte ja mal. Moment. Ja, hier, warte, dann nehmen wir erstmal den Crossbow. Nee, warte. Doch, nehme ihn, ich will ihn nicht mehr rumschleppen. Okay. Hab ihn. Hier, ich schmeiß ihn hier hin. Oh, thank you. Jetzt habe ich natürlich keine Pfeile, aber das ändere ich gleich. Ich muss sagen, Crossbow-Bows brauche ich natürlich dann auch noch. Ist eine Tussi? Ich kann die gerade nicht angucken. Ja, mach ich gerade. Geh weg. So, ich mache jetzt erstmal die Tür auf. Oh, ich lagge wieder. Oh, ich bin auch fast tot. Ich habe noch ein Heilungsmonster. Möchtest du die Pille haben? Pille? Ja. Moment. Ich habe eine Pille jetzt selber geschluckt gerade. Okay. Erholt sich ganz langsam wieder die Gesundheit. Hier sind einfach noch welche. Ja. Noch ein Forge-Handbuch gefunden. Oh, hier hinten ist er auf. Warum hacken wir überhaupt alles ein? Oh. Oh, Blueberries. Nice. Noch ein gegnerisches Schimmelbrot. So, eigentlich müsste das jetzt auch langsam hier besser werden mit der Stamina und allem bei mir. Denn ich habe jetzt ja gut gegessen. Ich hack hier schon mal den Weg frei und fange hinten Ich an. auch. Hunting Knife Book, Home Maintenance Book. Ich glaube, die kann ich beide schon. Ich kann mir jetzt nie merken, was ich gelernt habe. Ja, und ich Boah, habe das auch nicht. Hamsen, ich hätte dir fast an die Röhre gezogen. Ich habe mich so erschreckt. Oh Mann. Früher hat er das ja auch nicht gespeichert, ne? Ja. Gibt's hier nichts, kein oberes Geschoss? Doch, doch, man kann da hoch, ja. Oh, ich hab was für eine Dose zu essen. Eine gute, hochwertige. Oh, So, ist ne, mein. Home Maintenance kann ich nicht. Willst du das nochmal hier gucken, ob du das kannst? Hast du Bist eine du noch Fackel? umgegangen? Ja, Home Nee, Maintenance habe ich Dings. nämlich nicht. Ja. Ja, das kann ich sowieso schon. Warte mal. Trink mal gerade Wasser. Ach, warte mal, man kann das auch gar nicht. Man kann die jetzt aber irgendwie zerlegen, habe ich gelesen. Sauber. Ja, das ist jetzt scheiße. Jetzt müssen wir uns ein bisschen hier suchen zurechtfinden. Ja, das ist kacke gewesen. Ich hätte wenigstens noch eine Fackel mitnehmen können. Alter, man sieht ja gar nichts. Ach komm, scheiß auf den Dachboden, oder? Aber da hinten ist was. Hier ist das hier zu dunkel. Ja, ich krieg auch Angst hier, ich weiß nicht. Wir sollten noch raus, Tag ist kurz und so. So, dann ich gehe die Vordertür wieder raus. So, das kann ich noch nicht. Jetzt werde ich mal fertig hier mit der scheiß Pfeile, ey. Die Couchärmel tun wir weg, die brennen nämlich nicht so lange. Reloading Weekly, haben wir das schon? Ich kann das glaube ich noch gar nicht, weiß gar Ja, nicht da komm genau. ich kann's. Wo bist du? Hier. Da hinten. Und die anderen Bücher, die brauchst du nicht mehr wegschmeißen. Ja. Kann man jetzt nämlich sogar zerlegen. Naja, konnte ich auch schon, okay. Also sagst du, wir hacken uns jetzt hier erstmal die Reihe runter, ne? Ja. Ich will halt Ammunition Nation Book. Das ist ja mal geil. Hier sind echt viele Bücher, ne? Ja, die Leute sehr belesen in dieser Stadt. Ich gehe rauf. Gucken wir unten um.
die Tür war ganz kaputt. So, zwei Bücherdinger, Hunting Rifle. Moment, Hunting Rifle Book? Probier ich ja, direkt das mal. Das müssen wir schon haben, aber ist egal. So, ja. Ich bin schon wieder bis oben vollgestopft. Eine Latte kommt jetzt oh, weg. Oh geil, hier. Was ist das denn? Enforcer Magazine. Ah, lern das mal, das bringt ja was Gutes auf. How to craft 44er Magnum Rounds? Wow. Nimm ich. Und Urban Combat Book. Kann ich alles schon. Naja, ich würde sagen, ich muss mal hier alles schon können. Ich drop dir die jetzt nochmal. Ja, was war das? Ach, das war das Enforcer Magazin, ne? Wo die scheiß Pinien sahen. Die sehe ich jetzt hier auch schnell draußen aus. Na, richtig. Wo uns wieder ein Tree-End angreift. Außer vor der Tür, ich pflanze gerade Bäumchen. War das gleich, war das eine Anspielung auf Don't Starve? Ja, ja. Okay. Warte mal, ich drop dir mal die Würste. Ich meine die Bücher, vielleicht. So, ich habe jetzt 180 Crossbow-Bows. Wirst du vielleicht die Hälfte abhaben? Ach ja. Hab ich da mal auf den Boden geschmissen. Thank you. War endlich wieder Crossbow. So, jetzt müssen wir hier hin. Schon. Weil der Crossbow sieht aber auch ein bisschen anders aus, ne? Ich hab mir ehrlich gesagt noch nicht angeguckt. Wollte noch meine anderen Pfeile zu Ende verschießen. So, wo geht's weiter, sagst du? Hier drüben? Okay. Aber oh, hat mir wieder keinen Wecker gestellt jetzt. Das ging alles zu schnell. Oh, ja, dann, das, wie lange haben wir noch? Noch 14 Minuten? Noch 14? Bisschen viel, ne? Oder dann sagen wir noch. Wieso hau ich die Tür ein, wenn hier alles offen ist? Ist hier schon durch, okay. Ich kümmere mich an den jungen Mann da hinten. Okay, also. Es ist schwieriger geworden, ne? Ja. Mit dem Zielen, ja, du hast ja keinen roten Dings mehr. So. Ja, muss man gucken, was besser geht, ne? Ich dachte jetzt halt, Crossbow müsste ja eigentlich was Besseres können, da jetzt ja auch schwerere Materialien hat, sozusagen. Iron Glass schon hätte ich, glaube, die habe ich schon gelernt. Ich werde es mal testen, ne? Ja, die kann ich schon. Hier, ich drop dir mal Iron Gloss. Mhm. Hier ist irgendwo ein Hirsch verreckt. Neben dir links ist Crawler. Was ist neben vergessen? Mir? Ein Crawler war da. Hier sind deine Iron Gloss hinter dir. Wo? Direkt hinter dir. Also, ich kann das alles schon. Ah, die Schematics meinst du, ja, okay. Warte mal, lass uns noch mal weiter raufgehen. Nach Norden. Was ist? Achso, ich hab gedacht, du hast sie gesehen, das tut mir leid. Ne, ich war gerade im Inventar, ey. Komm, ich raus, steht so 3 Meter vorne. Nach Norden hast du gesagt, okay. Ja, einmal so rundrum halt, ne? Einmal so wie. Oh, die ist auch voll Straße hier. Lang. Voll auf die Tür. Und hier ist ein Boden. Chest drin. Oh, mit zweimal Papier. Das war sehr ergiebig. Schon wieder Reloading Weekly. Ja, ich geh nach oben. Hunting Rifle Book. Mann, ey, Bücher gibt's hier ja ziemlich viele, ne? Man sollte ja mal denken, aber so Mangelware. Aber mal irgendwas Medikamentmäßiges, das wäre. Oh. Oh. Oho. Hast du das schon, ne? Ja, das will ich sehen. Mach ich schon die Jeans an? Hast du Probleme? Ja, der kommt hier, glaube ich. Der ist aber leider noch relativ weit weg. Oh, hier ist eine kleine Horde. Jetzt kommen so 4-5 Leute in die Richtung gelaufen. Ich bleib mal lieber draußen, mir ist das sicherer. Ja, danke auch. Forge ahead, Book. Alter, der stirbt gar nicht. Du machst halt da draußen, ne?
Ja, sieht ganz gut aus bis jetzt. Also wenn ich jetzt den Ärger kriege, bin ich tot. Ich wollte sagen, dass die von der Seite irgendwie reinkommen, ne? Na, ich bin jetzt ganz oben. Ganz viel entschieden, hier auch die Häuser einzukloppen. Das ist ein sehr netter Zug von denen. Tatsächlich, dass man es nicht mehr sieht, wenn man mit dem Faden folgt, sozusagen, jetzt will. So, ich komme runter. Mal gucken, ob ich das überlebe. Oh Gott, daneben. Hast du die schon gelootet? Nicht alle, hier die drei, die hier in Reihe liegen gerade nicht. 23 Fetter drin hat. So, und jetzt will ich hier weiter rumgehen. Kaffee, ach, ich kann nichts mehr tragen, weil. Müsste noch einen Jeans haben. Jeans? Ja? Hast du schon eine Hose an? Ansonsten habe ich hier eine Jeans auf die Straße geschmissen. I'm stunned? Naja. Alles klar. Diese Lägerei ist nicht von. Ich brauch dich. Bin fies umstellt, ja. Nimm den Crawler da, den Crawly. Oh, Critical. Super. Oh, das ist ja noch eine Frau. Aber die Nurses hier, die müssen wir mal uns besonders zur Brust nehmen. Ja, leider sind die immer leer. Aber warum? Hier sind noch welche. Boah, hier sind aber ums Dorf rum. Kommen viele. Mein kleines Junge schießt nicht mehr. Alles kaputt. Alles kaputt. Okay. Ich habe auch nichts mehr an Platz. Vorsicht links, ich nehme die rechts. Oh, links, so. Links, links. Das links. Andere links, richtig. Ja. Hab gerade ausgeguckt trotzdem, schlauerweise. Aber geradeaus ist nicht links. Ja, ich dachte, du kümmerst dich drum. Nicht, wenn ich sage, achte auf links. Ich nehme rechts. So, hat sich logisch an. So, wow. Soweit. Hat man natürlich nichts dabei. So, ich muss mal ganz kurz ein bisschen hier Sache machen. Dieser Strom reißt fast nicht ab, aber. Ich bin so voll gestorbt. Können wir irgendwo was zusammenlegen? Ich schmeiß das Hundefutter jetzt weg oder ich hau mir das Hundefutter. Nee, haus hier rein. Ist Hundefutter gut? Schmeckt das? Ich glaube schon. Ich habe jetzt von diesem weißen Dosen essen, habe ich jetzt alle drei. Da gibt es ja Lamb, Chicken und Beef, glaube ich, ne? Oder? Habe ich jetzt von jedem eine. Müsste ich mir auch gleich eine mal reinpfeifen. Komm her, Nursi. Oh, ein Splint. Nice. Vorsicht, ein Fettsack. Ah, du siehst ihn. Sehr gut. Jetzt erstmal massieren. Boah, guck dir das mal an hier. Das ist ja eklig. Ja, von dem Fleischhaufen. Was hast du denn da weggeworfen? Ah, der Bogen ist kaputt, ne? Ja, der ist hier. Ja, okay, also Crossbow macht natürlich auch die Fetten mit einem Headshot wieder, ne? So, ich würde sagen, wenn du jetzt, wenn wir aufgeräumt haben, ist die Folge zu Ende. Ist schon wieder soweit. Ich denke schon, ja. Und wir haben jetzt hier auf 12 Minuten gestellt. Aufgrund der Größe würde ich dann auch mal die Folgen einen Tacken kürzer machen. Viertelstündchen, da waren wir schon, hier in dem blauen. Und jetzt wäre das rote dran. Aber das machen wir in der nächsten Episode. Leute, danke fürs Einschalten. Ja.
Und schaut wieder rein. Genau. Und sagt uns, was ihr so machen würdet und sehen wollt. Ja, und von der Alpha 11 haltet. Richtig. Bis dann. Macht's gut.